Hallihallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einem neuen Projekt nach sehr, sehr langer Abstinenz. Nicht Videomachzeit, wie auch immer, dass man es nennen will. Ich werde heute auch mit einem neuen Projekt starten. Als allererstes Story of Seasons, Friends of Mineral Town. Ich habe das Spiel noch nie gespielt. Ja, gucken wir mal, was wir da so tun können, wie das so ist. Ich glaube, das ist so ähnlich wie jedes Farmspiel, das man so kennt. Ja, suchen wir einfach mal so einen Charakter aus. Also wir sind auf jeden Fall Mädchen und ich hoffe, man kann da noch was ändern am Charakter. Wen nehme ich denn da? Die da oder die da? Ich glaube, ich mag lieber die. Auch wenn man jetzt die Frisur nicht so... Kann man die umdrehen? Nee. Okay. Oh, nee, will ich nicht. Nein, nein. Wir nehmen die da. Okay. Mit diesem Charakter spielen wir. Wir können eingeben den Namen. Das ist schon mal gut. Hoppala. Da war der falsche... Nee, warum macht denn das so? Oh, wo ist denn dann das Y, wenn es das ist? Ist es Z dann? Bitte wähle über die Tastatur einen Namen. Okay, dann schreibt es das falsch. Dann glaube ich, muss ich da an der Tastatur was ändern oder an der Anstellung? Keine Ahnung. Wähle einen Geburtstag. Also, mach mal den 10. Das ist nämlich meiner. Ich weiß nicht. Zählt. Ich mache das einfach so jetzt. Okay, 10. Frühling. Bestätigen. Schwierigkeit. Oh, ich bin Beginner. Ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Deswegen nehme ich mal den einfachen Modus. Weiß auch nicht, ob man das später noch ändern kann oder nicht. Wenn man weiter ist in dem Spiel. Ja, machen wir weiter. So, kann ich jetzt mich auch noch? Nee. Eines Tages lag ein besonderer Brief in meinem Briefkasten. Er kam von einem Mann, der sich als Bürgermeister einer kleinen Stadt vorstellte. Nachdem ich den Brief gelesen hatte, habe ich meine Sachen gepackt, mich auf den Weg zum Bahnhof gemacht und eine Fahrkarte nach Mineralstadt gekauft. Der Ort, an dem mein Großvater seine Farm hatte. So geht es meistens los. Aha, okay. Ich habe Rucksäckel auf. Was hat der denn für einen Hut? Guten Morgen, du bist Kitty, nehme ich an. Alter, der Hut. Ich bin Thomas. Es ist mir eine große Ehre, Mineralstadt als Bürgermeister zu vertreten. Hier ist es. Das ist das Land, das dir dein Großvater hinterlassen hat. Es ist leider schon länger her, dass sich jemand darum gekümmert hat. Also ist es ein bisschen verkommen. Erinnerst du dich noch an die Zeit, die du als Kind hier verbracht hast? Du hast einen Sommer deinen Großvater hier besucht. Okay. Ein Sommer? Es tut mir leid, Kitty, wir mussten unseren Familienurlaub für diesen Sommer absagen. Ich konnte mir nicht dafür freinehmen. Es gibt etwas sehr Wichtiges, das ich auf der Arbeit machen muss. Deshalb kann ich nicht weg. Oh, es tut mir so leid, aber du musst dieses Jahr auf eine Urlaubsreise verzichten. Ich habe einfach zu viel zu tun. Wer schreibt mir denn das? Ich werde das wieder gut machen, versprochen. Es tut mir wirklich leid, Kitty. Schon wieder. Aber bitte hab Verständnis, okay? Wir machen zwar keinen Familienurlaub, aber wir haben deinen Großvater gefragt, ob du diesen Sommer mit ihm verbringen darfst. Hä? Ich hab gedacht, er hat mir das hinterlassen. Seine Farm ist wundervoll, sie liegt mitten in der Natur und hat alle möglichen Orte zum Erkunden. Du kannst dich entspannen und spielen, so viel du magst. Spielen mit dem Gemüsefeld? Wir haben schon deine Taschen gepackt. Du musst jetzt nur noch gehen und Spaß haben beim Bäume fällen und deine zerkloppen. Okay. Ein Bildchen. Das ist mein Großvater. Sieht irgendwie ein bisschen asiatisch angehaucht aus, wa? Oh, da bist du ja, Kitty. Erinnerst du dich an mich? Ich bin dein Opa. Ich dachte, ich habe das vermacht gekriegt. Es gibt dir in der Pampa nicht viel zu tun, aber du kannst dich gerne umsehen. Ich werde leider die meiste Zeit mit der Farmarbeit beschäftigt sein und nicht so viel Zeit zum Spielen haben. Dann müssten wir den aber aussehen, oder? Es gibt aber ein paar Kinder in deinem Alter in der Stadt. Ich bin sicher, dass sie gerne mit dir spielen werden. Also stell dich ruhig vor. Ein paar Kinder. Okay, hier sind wir also noch Kind. Es gibt da nämlich noch ein paar andere Teile von dem Story of Seasons. Das werde ich mir eventuell dann auch
holen, wenn mir das hier gefällt. Und da kann man auch heiraten und ich glaube auch Kinder kriegen und sowas. Das heißt, glaube ich, ach, wie heißt das? Mit irgendwas mit Olive Town. Wer ist das? Wer ist was? Oh, schon wieder lesen. Ach ja, jemand hat gesagt, dass der alte Mann von der Farm am anderen Ende der Straße eine Besucherin aus der Stadt hat. Das muss sie wohl sein. Ich frage mich, wieso da sonst niemand ist. Spielst du immer alleine? Wow, ich auch. Ich mag diesen Ort sehr gerne, deswegen komme ich hier ständig her. Ja, können wir jetzt mal anfangen? Hey, erzähl mir doch was über dich und die Großstadt und wo. Wie und so. Upsala. Wie ist es dort? Ach Gott, echt jetzt? Muss ich jetzt noch mehr erzählen und vorlesen? Ach, wenn du nach Hause gehst, grüß deine Eltern lieb von mir und sag ihnen, dass ich dich gerne hier zu Besuch hatte. Wie? Oh, gehst du schon? Oh, ich werde dich vermissen. Du wirst eines Tages aber zurückkommen, oder? Ach, das ist. Ah, ich glaube, ich habe es gecheckt. Versprich mir, dass du zurückkommst. Das ist das von vorher, von früher, der Tag, die Woche, als ich mal da war. Und jetzt bin ich schon alt. Also älter. Das ist schon 20 Jahre her. Ich habe es kapiert. Wie ich sehe, bist du zu einer verantwortungsbewussten Erwachsenen herangewachsen. Okay. Dein Großvater hat diese kleine Farm sehr geliebt, weißt du? Also er ist doch tot. Er wäre sicher sehr froh zu wissen, dass du sie geerbt hast. Also, was sagst du? Willst du dem Farmleben eine Chance geben? Ja, natürlich. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Erlaube mir, dich zuerst als neuen Bewohner von Mineralstadt willkommen zu heißen. Also dann, da du die neue Besitzerin der Farm bist, denkst du nicht, dass ein neuer Name angebracht wäre? Ach du lieber Gott. Ja. Wie nennen wir denn das Ganze? Ha. Harmonia. Ich mag es nämlich gerne harmonisch. Harmonia. Harmonia Farm. Ja, das klingt schön. Eine Farm zu betreiben ist nicht der einfachste Job auf der Welt, aber wenn du dir Mühe gibst, machst du deinen Großvater bestimmt stolz. Ja, können wir jetzt anfangen? Also, du bist bestimmt müde von deiner Anreise. Wieso ruhst du dich nicht für den Rest des Tages aus? Was? Ich muss jetzt meinen Pflichten als Bürgermeister nachkommen. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Abend. Morgen beginnt mein neues Leben als Farmerin. Okay. Oh, was war das? Pizza? Ja. Auch Gemüse haben. So, ist es morgen? Ja. Frühling, 2. Montag? 10 Uhr. Oh, das sieht ja auch süß aus. Jetzt weiß ich wenigstens, dass das Frühling ist. Bei Stardew Valley habe ich immer so meine Probleme. Fernsehen? Wetter. Und, nee, das wollen wir alles gar nicht vorlesen. Können wir schneller machen hier? Danke. Bildung. Das Leben auf der Farm. Tipps für Fortgeschrittene. Ich bin ein Anfänger. Hey Schwester, ja? Bring mir bei, wie ich mich bewegen kann. Also gut, beginnen wir mit den Grundlagen. Wenn du dich auf der Karte fortbewegst, kannst du gehen oder rennen. Oh, nee, gehen oder rennen. Hör auf. Nein, weiter. Gibt es hier vielleicht auch Rezepte oder sowas? Unterhaltung, Nachrichten? Nein, bitte, danke. Was kann man hier machen? Alle Bücher ansehen. Gesamte Post ansehen? Ah, Tutorials, okay. Alle Bücher? Lieferbericht, Angelbericht, Rekordbericht. Oh, da ist aber bestimmt noch nichts drin. Nee, aber es gibt Steckrüben, Kartoffeln, Gurken, Erdbeeren und gar. Och Gott, ach Gott. Ach du lieber Gott. Okay, es gibt. Orangenes Gras? Es gibt verdammt viel. Was gibt's denn noch so? Kann man da. Nee, kann man nicht. Okay. Mayonnaise, Milch, Kaffeemilch, oha. Fruchtmilch, Erdbeermilch, Käse, 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 Wolle. Alpaka-Vlies, es gibt Alpakas, okay. Angora, Kaninchenhaar, Halleluja. Garn, Altmetall, Kupfer. Oh, wir können in die Mine gehen. Ich liebe Minen. Rosa Diamant. Oh. Mythisches Erz, das sieht ja geil aus. Mein Gott, es gibt so viel zu sehen. Wie komme ich jetzt wieder weg? So, okay. Und hier, was ist das? Briefe habe ich keine.
Was auch immer das ist, nutzt Pflanzen anbauen, Nutztiere versorgen, außer. Ja, das werde ich wahrscheinlich irgendwann mal so lesen. Okay, dann lass uns mal rausgehen. Jetzt ist er ja schon wieder da. Hallo Thomas. Nee, jetzt machen wir weiter hier. Komm, Werkzeug, wenn einkaufen, Laden geschlossen, bla bla. Ja, na gut, worüber würdest du gerne mehr erfahren? Oh Gott. Nee, jetzt gerade nichts, danke. Ich möchte jetzt gucken. Hallo, ich möchte gucken, wie es aussieht. Jetzt habe ich doch schon genug gelesen. Ich komme mir ja vor wie so ein Vorleser irgendwie. Jetzt ist da, blinkt da was. Wer ist er denn? Der Schmied? Ich heiße Zack. Ich kümmere mich um alle Lieferungen. Schön, dich kennenzulernen. Es gibt etwas, das du bei der Arbeit auf der Farm nicht vergessen darfst, okay? Ich zeig's dir. Oh Gott, was darf ich nicht vergessen? Siehst du das? Das ist die Lieferkiste. Denk immer daran. Du willst etwas verkaufen? Pack es in die Kiste. Ich komme jeden Tag um 17 Uhr vorbei und hole den Inhalt ab. Okay. Dein Anteil. Oh, Anteil kriege ich nur. Landet dann gleich in deinem Geldbeutel. Praktisch, oder? Ja. Oh, aber an Festival und Feiertagen komme ich nicht vorbei. Weißt du warum? Weil ich auch mal Freizeit haben will. Wie auch immer, das ist nicht deine einzige Lieferkiste. Es gibt auch eine im Hühnerstall und in der Scheune. Du kannst deine Ernte ebenso verkaufen wie Sachen, die du am Berg gefunden hast. Am Berg. Produkte wie Eier, Milch, Wolle natürlich. Du verstehst das Konzept, oder? Okay, pass gut auf, das ist wichtig. Hart zu arbeiten ist ja toll, aber übertreib's nicht. Wenn dein Gesicht langsam blau wird, bist du kurz vorm Umkippen. Okay, wenn das schon so weit gekommen ist, hör auf und ruh dich einfach aus, okay? Niemand will Urlaub in der Klinik machen, alter Schwede. Ja, ist gut jetzt. Wenn du blau wirst, oh, da liegt was. Wie heb ich das auf? Ah, mit Linksklick. So, und untersuchen kann ich das auch, da hängt doch was. Ah, das ist Honig. Ja, jetzt habe ich ihn abgemacht. Obstbaum, Ernte in bestimmten Jahreszeiten. Obst von diesem Baum. Honig kann das ganze Jahr über gesammelt werden. Ah, also kann ich das öfters abdingsen? Was ist das hier? Weiß man nicht. Ich habe aber noch kein Werkzeug. Was ist das? Werkzeugkiste. Ha. Ein Hammer aus Eisen, um bestellte Böden zu ebnen. Zerbricht Steine und Zäune, jedoch keinen großen Stein oder Felsbrocken. Okay. Ein langstieliges Werkzeug aus Eisen, um Felder und Böden mit dem Samen oder frisch gemähtem Gras zu bestellen. Eisenaxt. Eine Axt aus Eisen, um Holz zu hacken. Spaltet Äste, um Holz daraus zu machen. Leider zu schwach für Stümpfe, okay? Und das hier ist die Sichel. Gießkanne und Schrittzähler. Ist ja nicht wahr. Okay, krass. Gut, warte mal. Du warst. Wie kann ich denn dich darüber holen? Ah. Ah, okay. Die Sichel, den Bodendinger. Oh, ich kann nicht alles mitnehmen? Ich weiß nicht, was ich brauche. Und das hier kann ich bestimmt irgendwie freischalten, wa? Was ist das hier? Gott, ich muss mich jetzt mit dem hier irgendwie. Und wie mache ich das hier? Ah, da kann ich hinklicken. Okay. Ja gut. Was? Upala, Entschuldigung, wie kann ich das wegstecken? Nee, ich muss mit Linksklick einfach nur. Gotts. Werkstatt, alles klar. Um zu Gotts Werkstatt, wenn du dein. Nee, komm. Zu Hause und. Ja, oh, ich war noch nie so gut in solchen Sachen. Ja, ich werde dich schon finden, ne? Wie kann ich wieder mit dem hier? Ich mal umgewöhnen hier. Immer einen kleinen Teich. Okay. Was ist das hier? Ein Ställchen für irgendwas. Irgendein Tier. Und wo kriegen die Futter? Hier kommt ein Planetchen. Okay. Ich vielleicht erst da so ein Futterdings kaufen. Was ist das? Okay. Hier kann man also Holz aufsammeln. Kann man das auch aufsammeln oder muss ich das? Oh ja. Also so sieht mein Feld aus, das muss ich jetzt hier bestellen. Gut, das kann ich aber auch irgendwann machen, wenn ich nicht aufnehme. Ich nehme mal an, das will nicht jeder sehen, dass ich das hier mache. Ja. Okay. Ah, den kann man noch nicht wegmachen. Die großen auch noch nicht. Alter, es ist ein großes Feld.
Okay. Aha, und da oben verbraucht es meine Kirschherzen oder so. Was ist mit dem hier? Nee, kann ich nichts. Und hier? Was ist das? Der Hühnerstall, oder? Okay. Okay, wo kann ich jetzt überall hinrennen? Hier ist relativ frei. Hier komme ich ja nicht vorbei. Kann ich das irgendwie mit dem hier? Okay, das ist nicht. Ja gut, dann gehen wir mal nach da oben. Da geht's anscheinend zur Stadt. Aha, hier gibt's anscheinend. Was gibt's hier? Schmiede. Donnerstags geschlossen. Okay. Oh, was hier? Oh, hi. Du bist die Neue, die auf der Farm in der Gegend eingezogen ist. Oh, wenn der ein Herz hat, kann man mit dem was machen. Also kennenlernen und so weiter. Aha. Das ist Rick. Okay. Okay, von irgendjemandem Geschwisterteil. Was kann ich hier machen? Kann ich hier. Oh, hallo. Jennifer, die hat auch ein Herzchen. Die sieht süß aus. Und du? Potpourri. Okay. Dann würde ich Potpourri. Lilia. Nee, wir kennen uns nicht. So, okay. Was gibt's hier noch? Ey, nicht draufgehen. Okay, ja, nee, ich gehe nicht drauf. Entschuldigung. Wir kennen uns ja. Oh, ein Gewächshaus. Krieg ich auch so eins? Sieht cool aus. Was ist das hier? Geschlossen. Warum ist denn hier überall abgeschlossen? Was ist das hier? Auch abgeschlossen. Okay. Keine Ahnung, warum ist das hier alles so Dingsli-Bumsli abgeschlossen? Ist es jemand anderes Farm? So, hier sind wir aber in der Stadt, glaube ich, ne? Oh, hallo, stopp, stopp, stopp. Mana, Okay, nee, ja, nee, Thomas schon wieder. Ah, kann man das nicht irgendwie schneller überspringen, das Ganze hier? Meine Güte, die hat aber Text. Poetin, Poetin. Wo geht's denn hier hin? Warte mal, du da? Wer bist denn du? Halt, stopp. Die schaut aber. Naja, weiß ich jetzt nicht. Geh mal weg da. Oh, die Kirche. Tschüss. Das ist. Was ist das? Gibt's hier Blumen? Das hier ist irgendein Gasthaus. Aha. Und hier ist so eine Farm mit so Bärchen oder sowas dran. Weintrauben. Weinrebe. Das sieht ja cool aus. Bäumchen mit Weinreben, wie auch immer. Wen sehen wir hier? Halt, stopp. Duke. Okay, der ist schon verheiratet oder so. Oder gerne Junggeselle. Dich haben wir eben schon getroffen. Weiß nicht, ist das der Papa? Ah, hier oben sieht man die Anzahl. Okay, wer wohnt denn hier? Briefkasten. Ja, das habe ich selber gesehen. Okay. Wer ist hier so? Wer bist du? Basil. Okay, Basilikum. Nein! Bin nochmal angeklickt. Scheiße. Verzeihung. Anna. Oh. Sie haben aber auch so asiatisch an. Die da. Die sieht aus wie meine Milena. Die Marie. Alter, wie trifft sich denn das? Marie, hallo. Du Süße, du. Okay, was ist das? Auch abgeschlossen. Hier wird auch jemand wohnen, ne? Oh, wer bist du denn? Die Omi. Ellen. Was, sie hat keine Beine? Und wer ist hier? Yu. Juju. Sag ich mal zu unserer Katze, die heißt Yuki. Aber es ist die Juju. Wer wohnt hier? Thomas, okay. Wer bist du? Harris. Grüß dich, Harris. Aha, okay. Gut. Also jetzt wird aber schon dunkel, ne? Wie kam ich denn jetzt nochmal nach Hause?
Bin ich hier hochgekommen? Mein Gott. Bringt mich in der Höhle. Ich finde mich zurecht. Aber hier... Das hier ist auch bloß so ein Dorfplatz. Vielleicht sind dann hier die... die Feste und so, was der vorhin erwähnt hat. Alt, war ich hier? Nee, das war der... Der Dingsterbumster. Grüß dich. Haben wir uns schon gesehen? Ach ja, du bist Rick. Oh mein Gott, was ist jetzt? Hä? Oh, was ist das? Kann ich das einsammeln? Ja. Aha. Okay, also nach unten wäre es noch gegangen, aber es ist 20 Uhr. Was ist das? Kann ich das einsammeln? Nee. Kann ich nicht. Ich weiß nicht, fällt mir da irgendwann... Er hat irgendwas von zu viel Arbeiten, aber... Uhrzeitmäßig kann es dann auch sein, dass man da umfällt? Hm. Da ist schon der Uhu am Uhun. Was ist eigentlich mit dem hier? Kann man, oh, das könnte ich auch ernten da. Habe ich in meinem Haus eine Kiste? Warte mal da, ne? Werkzeugkasten ist es. Ja, das ist der Werkzeugkasten, aber mach mal hier rüber. Kann ich auch irgendwo was craften? Schrank, hier. 12 Sachen kann ich da reinpacken, außer das. Ein Wildfrucht, die in Gebirgsregionen vorkommen, kann gegessen oder ausgeliefert werden. Okay, das werde ich mal essen. Den kann ich auch nicht da reinpacken. Das sind Fasern, Dings da. Und hier könnte ich eine größere Tasche haben. Oh ja, wir werden alles noch rausfinden. Alles bisschen viel auf einmal. Was ist das hier? Kann ich da gucken, wer Geburtstag hat? Wer hat denn hier Geburtstag gehabt? Man weiß es nicht. Das bin ich, oder? Frühlingsveranstaltung. Nichts Besonderes, aber mein Geburtstag. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich mich nicht anpassen konnte. Oder kann ich mich später vielleicht noch anpassen? Vielleicht kriege ich auch Klamotten und Frisuren freigeschaltet. Wer weiß das schon? Tag der Verliebten. Ach ja, Valentinstag. Gut. Hier hat aber noch jemand Geburtstag. Lilia hat Geburtstag. Den können wir bestimmt Geschenke schenken. Müssen wir mal gucken. Tagebuch. Eintrag schreiben. Eintrag schreiben. Was kann man hier? So, schon fertig. Hä? Wie? So geht der Eintrag schreiben? Und was? Hä? Diesen Stand überschreiben? Nee, passt schon. Okay. Na, dann ist es so ein Eintrag. Was weiß ich? Was ist das hier? Okay. Farmer Neuling. Ja, da sind wir noch ganz neu dabei. Und was ist das? Feldstufe 1? Ja, ich habe da noch nichts gemacht. Das sind dann wohl die Tiere, die wir haben können. Oh, Einstellungen. Anzeigeeinstellungen. Hier. Ja, nee, das ist okay. Spieloptionen. Ah, die Lautstärke können wir leiser machen. Das ist so laut, das Spiel. Das mache ich dann aber später, weil dann bleibt das jetzt nämlich gleich. Oh, da kommt die Katze schon rein. Was ist denn... Miau. Ah, und hier sehen wir Naturgeister. Okay, kann ich da draufklicken. Nur die Bewohner, okay. Aha, was heißt das? Hm, wir werden es rausfinden. Okay, man kann so nach unten scrollen. Ich habe aber noch gar nicht alle gesprochen, oder wie? Aber ich habe doch mit der Marie geredet. Mit You habe ich auch? Oder zählt es noch nicht als geredet? Ich weiß es nicht. Okay. Na, dann haben wir das hier mal gemacht. Dann ist unser erster Tag zu Ende. Ja, für heute werde ich Schluss machen. Ah, okay. Das ist genauso wie bei Stardew Valley. Man sieht dann, was man alles so verkauft hat oder auch nicht. Und dann esse ich hier wieder was. Ne, Pizza zum Frühstück. Jawohl. Gibt's hier heute was anderes? Bildung. Das Leben auf der Farm. Tipps für Fortgeschrittene. Nein, erzählt ihr mir jetzt schon das Gleiche? Ja. Wenn du automatisches Laufen gedrückt hältst, wird dein Charakter in die Richtung laufen, in die er blickt. Okay. Ja, ja. Nee, nee, lass mal jetzt hier. Ah, nein, danke. So. Okay, also ich habe da jetzt nichts reingelegt, aber kann ich auch irgendwo was craften? Huang, guten Morgen. Es tut mir so leid, dich so früh am Morgen zu stören. Ich war ja schon wach.
Ah, Verzeihung bitte. Ich habe mich noch nicht vorgestellt. Ich bin Huang, der reisende Händler. Oh. Ich bin gerade in der Stadt angekommen. Es ist mir eine Ehre, dich kennenzulernen. Wie ich sehe, hast du eine Farm, ja? Ich biete viele, viele Samen zum Verkauf an. Seltene Samen, einzigartige Samen. Sieh dir meine Waren an und kauf sie. Ich habe die Ehre, bei Herrn Zack. Zack. Bei Herrn Zack, sehr deutsch. Bei Herrn Zack zu wohnen. Dort habe ich auch meinen Laden aufgemacht. Zacki Zack. Komm gerne vorbei. Ich freue mich immer über neue Kundschaft. Okay. Ich muss jetzt los und mich anderen Kunden in der Stadt vorstellen. Auf Wiedersehen. Tschüssi. Okay. Oh, das sind schon wieder welche. Das ist jeden Tag. Oh, geil. Sehr gut. Hallo. Kann ich das? Ich habe es doch. Genau, ich habe es doch gestern auch gedingst. Okay, also wenn ich das jeden Tag habe, dann kann ich hier aber auch. Okay, ich muss dann auch gucken, wo ich die Samen herkriege, ne? Nee. So. 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 Und guck mal, da macht mein Rucksack jedes Mal so ein Blöbbel. Hast du es gesehen? Und? Blöbbel. Was ist das? Das muss ich wahrscheinlich gießen, ne? Ich drücke immer eine falsche Taste. Muss ich gucken, ob ich das ändern kann. Okay, Gießkanne fülle ich hier wahrscheinlich. Achso, das sind keine. Ach, das ist so ein Fischteich, wo ich selber Fische reinstellen kann, Dings kann. Aber wo kann ich jetzt hier? Habe ich einen Brunnen oder so? Hallo? Nee, es sind Milchkannen. Kann ich denn jetzt hier auf, Dingsen? Steht da irgendwas? Nö. Hallo, habe ich einen Brunnen? Nee, aber kann ich hier vielleicht? Warte mal. So. Ha, mit Rechtsklick, okay. So. Dann müssen wir das jetzt mal gießen hier, ne? Auch mit Rechtsklick, okay. Felder werden dunkler. Aber das heißt auch, ich bräuchte, irgendwas für zum Anbauen. Super, dafür muss ich jetzt aber erstmal den Dings da finden. Habe ich? Warte mal. Ich kann verkaufen, Gegenstände liefern. Lege die Erzeugnisse der Viehzucht und die geernteten Feldfrüchte in die Lieferkiste, um sie zu versenden und Geld zu verdienen. Ja, das wissen wir schon alles. Das hat er uns ja erzählt. Okay, so. Ich weiß auch nicht, was das ist, ob ich das brauche. Die werden so oft etwas Gutes können. Oh. Liefere sie oft etwas Gutes, könnte folgen? Okay. Ist mit dem hier Honig im Bienenstock kein gegessen oder ausgeliefert werden? Dann liefern wir mal aus. Und das hier liefern wir auch mal aus. Und dann bin ich mal gespannt, was ich jetzt davon kriege. Warum ist das was anderes? Was ist das? Unkraut. Das ist alles Unkraut. Wächst von Frühling bis auf Herbst auf dem Feld, kann ausgeliefert werden, lässt sich aber nicht sonderlich teuer verkaufen. Okay. Ja, aber was kann ich noch damit machen? Das weiß man nicht. Hier so. Warte mal. Außer kann nichts entnommen werden. 984? Also, das war mehr easy eingestellt haben, gell? Gut, dann gehen wir jetzt mal den Mensch da besuchen. Wo ich Saatgut sammeln kann. Sehe ich das hier irgendwo auf der Kiste? Auf der Map? Auf der Kiste. Nee, hier kann ich bestimmt kein Saatgut kaufen. Hallo, grüß dich. Wo kann ich denn Saatgut kaufen? Kann ich hier Tiere? Nee, hier könnte ich auch keine Tiere kaufen, gell? Hi, hi. Was ist das denn? Leeres Grundstück. Okay. Was war hier? Geschlossen. Okay. Ja, nee, ich bräuchte Saatgut. Wo kriege ich das Saatgut her? Hallo? Renne ich eigentlich schnell und verliere dadurch die Herzen? Wahrscheinlich, gell? Hier ist das Gasthaus. Und hier? Mattelstadt? Da war ich nicht. Die Klinik ist es. Okay. Und das? Gemischtwarenladen.
Dienstags und Sonntags geschlossen. Was haben wir heute? Ach, es ist ein Dienstag. Ja. Yeah. Aber das stand da nicht vorher schon? Nee, stand nicht. Schade. Naja, hätten wir ja probieren können. Okay, war ich hier schon? Bücherei. Montags geschlossen. Okay, Bücherei. Mhm. Ja gut, dann gehen wir mal da nach unten bei unserem Grundstück. Schauen wir mal, was wir da so finden. Okay, gibt's ja auch Quests oder sowas? Hm, mal auch mal gucken. Ach, man kann drüber hupsen, das ist ja cool. Hoppala. Okay, dann gehen wir einfach noch weiter runter. Kann man das? Hier kann man gar nichts einsammeln wahrscheinlich. Was ist hier so? Ach so, da kommt man hier rüber. Mhm. Und da kann ich nicht hinlaufen, okay. Wo komme ich jetzt da hin? Was ist das hier? Heiße Quelle, Effekt. Stellt Ausdauer wieder her. Lina der Schöpfung, bitte Badekleidung tragen. Okay, ich habe keine Ahnung, ob ich Badekleidung habe. Aber da steht jemand. Hallo? Karen. Hallo, eine Freundin hat mir erzählt, dass jemand in das alte Farmhaus eingezogen ist. Das bist also du, richtig? Du bist Kitty, verstanden. Ich bin Karen. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Aha. Achso, das war's schon. Oh, das sieht doch aus wie eine Höhle. In Minen kannst du Erze, Juwelen finden. Erze werden benötigt, um Werkzeuge zu verbessern, während Juwelen verkauft werden können. Okay, um in der Mine fündig zu werden, brauchst du einen Hammer und eine Hacke. Jetzt habe ich die Hacke rausgelegt, ne? Um Gegenstände zu finden, zerschlage Felsbrocken mit einem Hammer. Mit einer Hacke legst du die nach unten... Ach so. Die nach unten führende Leiter frei. Gelegentlich findest du auch seltene Gegenstände. Je tiefer die Mine, desto höher die Chance, seltene Erze und wertvolle Juwelen zu finden. Manchmal werden Löcher im Boden freigelegt. Verbraucht Ausdauer, jedoch ist es auch eine schnelle Art, viele Etagen auf einmal zu überbrücken. Oh, sehr cool. Diese Löcher können mit einer Hacke freigelegt werden. Ja gut, dann muss ich mit der Hacke mal herkommen, ne? Aber ich habe auch jetzt gar nicht wirklich so viel Platz in meinem Inventar. Mit deiner Leiter kannst du... Okay. Oh, was ist das? Ein wichtiger Hinweis noch. Du kannst in den Minen nicht die Ladefähigkeiten deiner Werkzeuge verwenden. Was ist denn die Ladefähigkeit? Hm. Okay. Ja, wir können ja mal hier probieren mit dem hier, wie das so läuft. Bum. Bim. Bim. Was ist denn das? Altmetall. Nee. Lass es. Komm mal. Hallo? Oh Gott. Das ist aber cool. So. Da war gar nichts drin. Okay. Also Altmetall habe ich gekriegt und Kupfer. Da muss ich mit der Hacke halt nochmal hergehen hier. Aber ist cool. Sieht ja goldig aus hier, ne? Aber das Inventar ist echt mini für den Anfang. Aber so ist es halt in fast allen Farmspielen. Halt. Was meint's? Ich nicht hier wegrollen. So. Wundersüß. Okay, also hier haben wir jetzt das erste. Und wenn wir dann K.O. sind, können wir hier reingehen, oder was? Was ist das hier? Wenn du ein Ei hineinwirfst, erhältst du ein gekochtes Ei. Ah, wie geil. Ja, aber kann ich auch irgendwie reingehen? Hallo? Muss ich da in das Haus und dann da rein? Ah, ich gehe da rein und bin dann hier, weil ich mich umgezogen habe. Ja, cool. Ah ja, und da sieht man, dass es hochgeht, okay. Das heißt, ich könnte frühs in die Mine immer gleich gehen, die Ausdauer verböllern, so weit wie es geht und dann wieder hier rauskommen. Interessant wird es dann natürlich auch, ob ich da vielleicht dann irgendwie die Mine auf demselben Level lasse, wenn ich am Tag wieder rausgehe. Oder ob ich da auf Neues von vorne anfangen muss, ne? Okay. Also hier haben wir schon mal eine Mine gefunden. Das ist ja nice. Hier? Wahrscheinlich können wir hier angeln, ha? Das ist so ein kleiner See. Oh, wer bist du? Jennifer. Die ist auch cute. Oh, hallo Kitty. Hallo Kitty, was führt dich heute zu mir? Ich bin schon ein bisschen viel am Lesen. Mein Hals kratzt auch schon wieder, aber egal. Ha? Kann ich hier rein?
Aber hier kann ich nichts machen, oder? Nö. Einfach bloß reinkommen. Die hat ein Zelt wie mein Weihnachtsmann in Stardew Valley. Wie heißt er denn noch gleich? Vergesse immer seinen Namen. Blume kann ich aufheben. Blume kann ich aufheben. Kann ich jetzt auch das hier irgendwie. Nö. Kann ich hier nur aufsammeln? Was ist das da? Hallo? Kann ich hier nicht aufsammeln? Sieht aus wie Raps oder sowas. Aber hier ist noch eine Blume. Was macht denn die Blume? Mondtaublume. Okay, hier kann ich nicht lang. Kann ich auch nicht aufheben. Hier kann ich auch nicht in. Oh, was ist das denn? Oh, schau dir das an. Oh. Wie schön. Was ist denn das hier? Was steht denn hier? Hallo? Gipfel des Mutterhügels. Okay. Aha. Was war das denn jetzt? Vielleicht war das das Zeichen, dass ich nach Hause gehen soll. Oh, wer bist du denn? Halt! Oh, hier liegt Holz. Hebt das mal auf. Keine Musik mehr, Kugellockengebimmel und geh nach Hause, oder wie? Kam ich von hier? Ich glaube, ich kam von hier, gell? Ah ja, hier, guckst du. Ja, da müssen wir dann halt mal gucken, was man da alles macht. Morgen können wir dann da hingehen, aber ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Und, ich weiß es nicht, warte mal. Was ist mit dem hier? Eine Blume, die im Frühling blüht. Nicht essbar, kann aber ausgeliefert werden. Okay, das braucht man, glaube ich, zum Verbessern. Altmetall weiß ich jetzt nicht, ob man das zum Verbessern braucht. Und das hebe ich am besten mal auf. Okay, was kriegen wir dafür? 36. Bestätigen. Okay. Gut. Aber dann würde ich sagen, war es das auch für diese Folge. Wir haben jetzt 2 Tage hier verbracht. Wir haben noch fast gar nichts gesehen, aber doch schon ein bisschen erkundet. Ich habe ein bisschen mehr Kohle gemacht. Die werden wir vermutlich auch brauchen. Ich werde mich jetzt hier mal noch ein bisschen umgucken. Zwecks, ob es hier Aufgaben gibt und so weiter. Und vielleicht auch ein bisschen Dings schon mal kaufen gehen. Saatgut. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht's gut, bleibt gesund. Bis dann. Tschüss.